Ein moderner Liebherr 300 Tonnen Fahrzeugkran auf dem Weg zur Arbeit. Zuverlässig wird die Kraft auf die Achsen übertragen. Aber etwas ist hier anders. Dieser Kran hat nur einen Motor, aber zwei Antriebsstränge. Auf den Motor im Kranoberwagen wurde verzichtet. Der LTM 1300-6.2 fährt und arbeitet mit nur einem Motor. Für dieses neue Konzept bei größeren Mobilkranen gibt es gute Gründe, die wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Ein Kranjob wie viele andere. Bis der Kranjob beginnt, kann der Motor erst einmal abgeschaltet werden. Wie üblich begibt sich der Kranfahrer für den Job in die Krankabine. Der Unterwagenmotor wird gestartet. Er liefert auch die Kraft für den Oberwagen. Und das ist neu in dieser Kranklasse. Im Antriebsstrang schaltet das Verteilergetriebe auf Kranbetrieb um. Das heißt, der zweite Antriebsstrang überträgt die Drehzahl über Kardanwellen und zwei Winkelgetriebe in den Oberwagen. Also ein Motor für zwei Aufgaben: Fahren und Heben. Das bedeutet 700 Kilogramm Gewichtsvorteil und dadurch ein deutliches Traglastplus, denn das entfallende Gewicht wird für tragende Bauelemente genutzt. Im Fahrbetrieb liefert der Motor bis zu 450 kW. Für den Kranbetrieb werden jedoch nur 180 kW benötigt. Diese Leistung wird bereits bei niedriger Drehzahl erreicht. So läuft der Motor besonders wirtschaftlich. Und die aufwendige Abgasnachbehandlung wird nur für einen Motor benötigt. Die Kraftübertragung mit einer mechanischen Welle bietet einen besonders hohen Wirkungsgrad. Untersuchungen realer Kraneinsätze haben ergeben, dass die Leerlaufzeiten im Alltag nicht zu unterschätzen sind. Die Antwort von Liebherr lautet Eco-Mode. Nach einer definierten Zeit ohne Kranbewegung schlägt die Likon dem Kranfahrer den Eco-Mode vor. Nach 150 Sekunden beginnt das Kupplungssymbol auf dem Bildschirm zu blinken und kündigt das Umschalten in den Eco-Mode an. Der Kranfahrer kann annehmen oder die Zeit um weitere 3 Minuten verlängern. Zum Beispiel, wenn der Job gleich weitergeht. Dazu tippt er kurz auf das Gaspedal. Oder arbeitet einfach weiter. Reagiert der Kranfahrer nicht, dann schaltet die Likon nach weiteren 30 Sekunden in den Eco-Mode. Der Pumpenantrieb wird dann ausgekuppelt, um den Motor im Leerlauf noch verbrauchsgünstiger zu betreiben. Der Eco-Mode kann jedoch auch jederzeit durch den Kranfahrer per Tastendruck aktiviert werden. Geht der Kranjob weiter, genügt das Antippen des Gaspedals, um den Pumpenantrieb wieder einzukuppeln. Innerhalb weniger Sekunden stehen die Kranfunktionen wieder zur Verfügung. Die Entscheidung liegt also beim Kranfahrer. Er weiß, ob der Eco-Mode Sinn macht oder nicht. Im Vergleich zum bewährten Zwei-Motoren-Konzept bietet die Liebherr Ein-Motor-Lösung einfache Kraftübertragung durch eine mechanische Welle mit optimalem Wirkungsgrad.
geringere Komplexität, da nur ein Abgasnachbehandlungssystem erforderlich ist. Raumvorteile im Oberwagen. Gewichtsvorteile. Mehr Tragkraft oder längere Ausleger. Niedrige Drehzahl des Motors im Kraneinsatz. Kraftstoffeinsparung durch Eco-Mode. Wie effizient dieses neue Antriebskonzept ist, hat Liebherr in einem aufwendigen Praxistest nachgewiesen. Unter den Augen eines unabhängigen Sachverständigen wurde der neue Einmotorkran mit einem klassischen Zweimotorenkran, ebenfalls ein Sechsachser, verglichen. Der Test wurde mit realistischen Arbeitszyklen über einen ganzen Tag hinweg durchgeführt. Die Leerlaufzeit betrug dabei etwa 60%. Das Ergebnis: Der neue Einmotorkran mit Eco-Mode braucht im praktischen Alltag sogar weniger Kraftstoff als der vergleichbare Zweimotorenkran. Mit nur einem Motor für Fahr- und Kranbetrieb in Verbindung mit einer mechanischen Welle bietet Liebherr ein einfaches und effizientes Antriebskonzept für größere Mobilkrane. Der LTM 1300-6.2 setzt einen neuen Akzent in dieser Kranklasse. Von Liebherr.